Recht herzlich willkommen zur 42. Folge von Simotrans. Ja, wir müssen den Bahnsteig hier noch verdoppeln. Dann machen wir doch hier mal gerade noch ein zweites Gleis hin. Und dann kann der Zug mit den Getreide hier auch anlanden. 3, 4, ich glaube, das reicht, ne? 4 hatten wir gemacht. Dann können wir noch ein Signal hier hinsetzen, dann kann der Zug später da lang fahren. Genauso wie da lang fahren. So, und dann müssten wir noch die Linie ändern. Das war ja Getreide, Hardexen, Döbeln, der ist das. Linie ändern. Das ist richtig, aber der ist verkehrt. Dann müssen wir den dann noch hintersetzen und löschen den ersten raus. Dann ist der Bahnsteig auch frei und er kann da reinfahren, denke ich. Da oben kommt er, glaube ich, auch schon. Dann passt das ja. So, und wenn er dann da ankommt, dann kann er, sehen wir, kann hier produziert werden. Und dann bekommt er da auch Getreide, ne? Dann klappt das mit dem Tierfutter. Lass mal gerade den Zug kommen. Er fährt nicht rein, weil er die neue Strecke nicht kannte. So sieht's aus. Gut, jetzt fährt er wohl rein, ne? Oder? Ja, genau so sieht's aus. So, gut. Dann lädt der da, beziehungsweise entlädt, und hier geht's gleich los. Ach, das ist ja jetzt offen, ne? Dann müssten wir da auch was sehen, dass da was reinkommt. So, hier, Lieferung ist angekommen. Das ist da. Produktion startet. Tierfutter läuft hier, ne? So, 10. Und die sind ja schon reingeladen worden. 144, der wird noch eine Weile da stehen, dann passt es aber. Gut, okay. Dann beobachten wir den. Den brauchen wir nicht beobachten. Eher dann den beobachten. Dann schauen wir gerade mal einmal hoch nach Hardexen, wie viel da am Bahnhof liegt. Die liefern ja jetzt gerade an. 48 Tonnen landwirtschaftliche Güter. 72 kann der Zug hier vertragen. Ja. Das würde bedeuten, das funktioniert, ne? Das, bis der da ist, müsste nochmal eine Fuhre kommen und dann könnte es auch schon mit dem die beiden fahren. Der ist zurück. Die beiden sind zurück, okay. Sollte hinkommen dann. Stellen wir gerade da so hin. So, dann müssten wir überlegen. Der fährt dann über die Brücke. Ist klar. Schafft er wohl. Ich hoffe, das ist alles verbunden hier. Und das kommt dann hier an. Hier gibt es dann Geflügel und Eier. Und die müssen wir dann abholen. Zum Markt gehen, glaube ich, die Eier und zum norddeutschen Hof. Ja. So, da müssten wir schauen. Warte mal, da gucken wir lieber nochmal nach. Der Markt ist da. Verbraucher sind das, das ist klar. Die Großbäckerei braucht die Eier, glaube ich, ne? So ist es. Mehl ist sogar hier, wie man gerade eben sehen konnte. So, das bedeutet, wir brauchen jetzt einen LKW, der Eier. Ah, ja, das war falsch. Das ging nicht so. Die Eier liefern kann da. Da gibt es einen LKW sogar mit Anhänger.
Ah, der ist jetzt gerade im Weg. Also der fährt. Und der fährt jetzt mit 80 km/h. Und wenn ein Anhänger dran kommt, dann fährt er immer noch mit 80 km/h wohl. Dann brauchen wir eine doppelte Haltestelle allerdings. Tja, müssen wir gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt da eine Ladestation hatten, ne? Haben wir jetzt mal so einfach gemacht. Die Großbäckerei war hier. Sieht nicht so aus. Das bedeutet, da müssen wir erst noch eine Station weiter erschließen. Da. Ein Fahrladeplatz, ne? Und der muss doppelt sein, sonst funktioniert das nicht. So, und hinten an der Tierfutterfabrik brauchen wir das natürlich auch. Allerdings war das jetzt gerade zwar schön da hinzusetzen, allerdings machen wir den mal wieder weg, weil das funktioniert nicht, das weiß ich jetzt schon. Und, na, nicht verbunden, jetzt verbunden. Da kommt dann das nochmal hin. So eine Station ist das. Und dann machen wir einen Fahrplan von dort zur Großbäckerei. Nach dort. Das ist eine neue Linie und die neue Linie heißt Eier Adenau, glaube ich. Denn die wird auch Adenau heißen, ne? Adenau Geflügelhof, genau so ist es. Gut. Entern wir. So, jetzt ist es mit der neuen Linie wahrscheinlich wieder nicht geklappt, ne? Doch, Eier Adenau gibt es aber die andere. Ne, doch nicht, passt. Hat jetzt funktioniert. Gut. Und Geflügelhof soll er auch 100% laden, ne? So. Und dann kann er auch starten. So, wer fährt da? Er fährt schon wieder los. Haben wir jetzt verpasst, aber so wie es aussieht, hat er wohl nicht lange gestanden. Gut, der fährt dann nach da unten. Ja, der ist 40. Und da fehlt es an Gerste, dass die Tierfutter produzieren können. Ne? Gut, okay, das wird dann seine Weile dauern. Schieben wir mal weg. Na, okay, die liefern alle jetzt an. Dann können wir wieder rübergehen und machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich beim Geflügelhof. Die zweite Fuhre, da müssen wir hier nochmal ein sondern Verladebahnhof machen. Und der muss dann zum Markt fahren mit dem Kühl-LKW, ne? Dann müssen wir wieder runter. Der fährt natürlich dann weiter. Da schalten wir um. Dahin. Geflügel. So, da gibt es auch zwei LKWs, aber keinen mit Anhänger. Der macht 1,92 und der 1,28. Hier sind es 8 Paletten und da sind es 12 Paletten. 1,28, das sind dann 64 die Hälfte. 64 da drauf bei 1,28. Ja, ist dann 1,92, passt, dann kannst du auch den nehmen. Der fährt 84, der fährt 80, der ist sogar schneller. Das bedeutet, der LKW ist gekauft. Dann gibt's einen Fahrplan. Und zwar,
neue Linie geht noch nicht. Hier sind wir noch nicht richtig, da müssen wir noch ein Stück höher. Von hier. Warte mal, wir machen den unteren, löschen den oberen raus, dass der auf jeden Fall hinten reinfährt. Ich weiß nicht, wie weit das klappt. Und zum Markt war das. Der ist ja hier und der hat auch eine doppelte Haltestelle. So, der Adenauer Geflügelhof muss voll werden. Das ist eine neue Linie und die heißt Geflügel Adenauer Radolfzell. Gut, passt, lassen wir so. Bindestrich fehlt da noch. Ah, jetzt ist egal. Gut. Und starten. Dann sollte der da hinfahren. Gut. Hab ich jetzt verpasst. Wo ist er? Ich glaube, das ist der erste, ne? Für den Eiern, oder? Ne, Brauereimarkt fährt er, das ist er gar nicht. Brauereimarkt ist auch nicht richtig. Dann, wo ist er denn? Ach, der ist schon so flott unterwegs. Da oben fährt er lang. So, da ist er. Dann müssen wir noch gucken, dass wir den anderen LKW noch kriegen mit den Eiern. Der kommt gerade da an. Aber der, naja, ist jetzt egal, ne? So, jetzt holt er dann gleich Eier, wenn es denn dann so weit geklappt hat mit dem Tierfutter wahrscheinlich, ne? Weil ich glaube nicht, dass die hier schon was produzieren, ne? Nö, denen fehlt halt das Tierfutter. Und da ist er dran, ne? Und dem fehlen noch 4 Kubikmeter, dass das klappt auch schön, ne? Der ist auf dem Rückweg. Ist aber auch gleich da. Wie viel liegt hier? Ah, der ist schon ausgewählt, ne? 76 Tonnen, zu wenig. Also der wartet noch. Ist die Frage, wie viel auf dem Hof liegt, ob noch Fahrzeuge drauf müssen. Ja, 200 Tonnen. Spricht dafür, dass wir noch Fahrzeuge da aktivieren. Wieder die falsche. Das falsche Zeichen erwischt. So einer wäre das, ne? Unimog war das. Ich denke, wir können... Obwohl, der fährt schon, ne? Doch so viel geladen. Beobachten mal, bevor wir da noch ein Fahrzeug draufsetzen, was nicht fahren muss. Ich dachte, das wäre nichts gewesen, aber war es wohl doch. Aber hier, ja, müssen wir gucken. Wird sich dann ergeben. So, Stück gut geladen. Null. Fährt aber, haben wir da vergessen, 100 einzugeben bei den Eiern. Jo. Das ist schlecht. Naja, dann wird es gleich sein. Er wartet auf jeden Fall. Fahrplan. Fahren wir wieder zum Geflügelhof. So, Weizen fehlt jetzt hier. Gerst ist sogar da. Gut. Er ist unterwegs. Wenn er dann angekommen ist, dann kann der nächste Zug fahren. Machen wir mal gerade schneller. Da kommt er. So. Jetzt produziert
die Fabrik wieder und es gibt jetzt gleich wieder eine Ladung für den zweiten Zug, der dann jetzt fahren müsste. Kann er nicht, ohne Route. Döbeln, Tierfutter, der Fabrik hatte andere Flügelhof, ja. Das heißt, irgendwo gibt's ein Verbindungsproblem. Hier sieht das alle nicht so aus. Und hier sieht das alles gut aus. Da ist er. Da ist das Problem. Wo? So, jetzt fährt er auch. Passt. Okay. Das kann alles zu. Lupe ist an. Bisschen rauszoomen. So, ja, verfolgen wir den gerade, oder? Machen wir schneller. Ah, ist eine ganze Ecke unterwegs, ne? So, verfolgen aus. Jetzt wollte ich nämlich lieber hier unten gucken. Da nochmal rein, schauen, wie was produziert wird. So, angekommen ist er und die Produktion läuft. LKW war einmal 12 und der andere auch 12 beide. Okay, dann sollte das ja klappen zu beladen. Ne? Guck, der steht jetzt am ersten Halt, ne? Hm. Aber der lädt auch schon bei dem Halt dann. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, er fährt auch schon los. So, das heißt, die Kette ist bis zum Geflügelhof auf jeden Fall wohl am Funktionieren, außer bei den Eiern, die kommen gerade nicht rüber. Produzieren aber Eier. Warum lädt er den? Ach nee, die Eier waren da. Geflügel ist hier 33, aber da passiert nichts im LKW. Aha, ich sehe schon, ich glaube, das ist der Fahrplan das Problem, ne? Haben wir das gemacht oder nicht? Getreide, Getreide. Nee. Da ist was schief gelaufen. Ah, warte mal. Doch, das Geflügel sollte zum Markt, oder? Die Eier zur Großbäckerei. Die Linie ist verkehrt. Die kannst du wieder löschen. Und das ist jetzt hier die Linie Geflügelhof, Betriebshof. Da sind wir, glaube ich. Na, genau. Passt. Und Radolfzell-Markt. So, jetzt ist nur die Frage, ist das da zu liefern? Oder haben wir was falsch gemacht? Eier? Kühlwagen haben wir auch. Wird auch produziert. Es gibt die Linie, nur der Wagen fährt nicht, weil er nicht geladen wird. Ja. Da ist hier ein Fehler drin, aber den LKW, den machen wir in der nächsten Folge weiter. Jetzt soll es erstmal gerade reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.